Hallo Leute und weiter geht's bei Pokémon Kristall. Wir sind jetzt hier, wo sind wir eigentlich? Route 35. Hier oben ist nichts mehr und wer bist du? Weiß ich nicht. Und was kann man hier drüben noch tun? Pummeluffs kann man fangen. Aha. Möchte ich aber ehrlich gesagt nicht haben. Du wirst bestimmt kämpfen, ja, war auch klar. Ich gehe überall hin, wo es Käfer-Pokémon gibt. Ach ja. Ein Blue... Oh, ein Omad wäre auch interessant. Aber ich habe zu wenig Pokebälle. Ja, ist doch wahr. Nochmal ein Pummeluff. So, weg. Und wo gehe ich überhaupt lang? Ah, jetzt komme ich zu diesem Item. Und wer bist du denn? Welche Art von Pokéball benutzt du? Ich benutze die, die ich finde, weißt du? Ja, und ein Tauboga. Tschüss. Wow, das gab gute Erfahrungspunkte. So, hier oben ist ein schönes Item für uns. Was ist das? Bitte ein Ball. TM4? TM4? Was ist denn bitte TM4? Walzer. Ah, okay. Aha. Warum nicht? Gibt hier oben noch was? Hier noch irgendwo was versteckt oder so? Nö. Schade. Und wenn ich oben Zerschneide einsetze, komme ich bestimmt noch auf die linke Seite. Ja, sehr gut. Nee, hä? Route 6. Was? Route 36. Warum ist der Baum jetzt schon wieder da? Hab den gerade eben zerschnitten. Wo komme ich dann? Ah, nerv mich nicht. 22. Oh, oh, oh. Sand entwickelt sich. Jawohl, endlich. Glückwunsch, dein Sandan wurde zu einem Sandama. Geil. Sehr geil. Ah, was denn? Snubbull. Pah, tschüss, Snubbull. Wo komme ich denn hier lang? Deine Pokémon sehen ziemlich stark aus. Du wärst überall sicher. Ja, schon. Was geht's denn hier? Heute ist Donnerstag. Das heißt, heute findet das Käferturnier statt. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es versuchen? Nein. Na gut, wir hoffen, dass du später einmal am Turnier teilnehmen wirst. Weil ich nehme ja stark an. Was tue ich jetzt hier eigentlich? Ich möchte gar nicht hier lang, glaube ich. Nee, noch nicht. Ich möchte erst hier hoch. Ja, ich bin mir eben nicht sicher, ob ich meine eigenen Bälle dazu verschwenden muss. Das ist so gerade mein Problem. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Was willst du, meine Gedanken lesen? Tu das, aber bestimmt nicht so. Bestimmt nicht so. Nochmal ein Abra. Die können bestimmt nur Teleport. Kadabra, das bringt ja auch nicht viel. So, sehr schön. Was mich jetzt interessiert... Tipps für Trainer. Status ist unterschiedlich, sogar innerhalb derselben Spezies. Zu Beginn ist es vielleicht noch ähnlich. Doch die Unterschiede werden deutlicher, wenn die Pokémon heranwachsen. Ja, das ist so. Erstmal noch hier so ein Ding mitnehmen. Eisbeere. Klingt lecker. Eine Eisbeere. Egal. Komme ich jetzt hier wieder zu diesem Turnier? Ah, ich verstehe. Wie komme ich da raus? Oh, da draußen sind Items. Wollt ihr kämpfen? Ich drucke meinen Pokédex aus. Du kannst auch Briefe oder Boxen ausdrucken. Ach ja. Aber so kommen auch so Pokémon? Ich weiß gar nicht. Okay, Frage beantwortet. Nido. Wenn ich dann... Halt, ich will mit dir reden. Wir bewundern unsere Pokémon. Aha. Ja, Nidoran. Wäre cool, wenn ich ein Dings hätte. Einen Mondstein. Dann wäre das echt noch eine Überlegung wert. So. Raichu auch besiegt? Ja, mein Pokémon! Was mit dir? Das ist ein Brief von einer... von meiner Tochter. Das macht mir Freude. Okay. Boah, die Musik hier drin ist total verstörend irgendwie. Findet ihr nicht? Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf! Ja, was sonst? Göre Monika schickt Myrapla in den Kampf. Zerschneider! Unkraut zerschnitten und Level 23. Dracossu. Scheiße, ich wollte wechseln. Naja, macht nichts. Kriegen wir schon klein. Kopfnuss haben wir auch noch, stimmt. Bam.
Klasse, Goethe Monika wurde besiegt. Gibt's hier noch irgendwie was? Irgendwo? Irgendwas? Irgendwann? Irgend... keine Ahnung? Irgend vielleicht? Ja, ich erinnere mich noch, als ich früher dieses Turnier immer mitgemacht habe. Aber ob man wirklich die eigenen Bälle werfen muss? Ich glaube, ja. Ja, doch, ansonsten wäre irgendwie komisch. So, und ein Voltoball. Und bald kann ich wieder mit Lorblatt kämpfen. Ich glaube, das ist Level 25, wenn ich mich nicht irre. Und das hat Sandama bald. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Noch jemand, der kämpfen will? Ja, ein Ladybar will kämpfen. Zack. Sorry, Ladybar. Meine Pokémon sind entzückend. Sie sind mein ganzer Stolz. Auch du hast nur ein Pokémon. Warum sprechen immer alle in der Mehrzahl? Das ist doch Schwachsinn. So, hier drüben noch was? Nee. So, dann noch du hier. Ich gehe oft im Park spazieren. Aber ich meide das hohe Gras. Trainiere mögen immer kämpfen. Ja, ja. Was hast du denn hier? Ein Snobillikat. Okay. Hallo. Pass bitte auf. Oh, ich muss aufhören, über mir einen Lehrer zu denken. Du musst ein Pokémon-Trainer sein. Da du so hart arbeitest, möchte ich dir diese überreichen. Eine Flinkklaue. Oh, jawoll. So mag ich das. Manchmal erhält sie durch dieses Item die Initiative für den Erstangriff. Ja. Wem soll ich das jetzt geben? Wem soll ich das jetzt geben? Du hast jetzt schon 43 Init. Du hast nur 44. Weiß ich nicht. Ich warte mal noch. Ist hier was drin? Nee. Ich warte mal noch. Habe ich mit euch gelabert? Ich spiele mit Stickern, die ich gedruckt habe. Ja, klasse. Schön. Wären wir hier auch mal drin gewesen? Wie gesagt, da werde ich mich dann schon mal noch versuchen in diesem Dings. Aber erstmal noch möchte ich meine Pokébälle behalten, weil... Ne? Ihr wisst schon. Was denn? Dank meiner Studien bin ich für jedes Pokémon bereit. Meinst du, ja? Tangela. Nee, Absorber ist uncool. Aber kriege ich doch hin. Kriege ich hin. Ja, haha. Level 24. Versucht Schlitzer. Oh, der Schlitzer, der Schlitzer, der Schlitzer. Ich weiß gar nicht, ob Schlitzer stärker ist als Kopfnuss. Trotzdem, weil Schlitzer hat eine hohe Volltrefferquote. So, Schlitzer erlernt und weiter geht's. Holger wurde besiegt. Okay, ich würde gerne meinen Sandama irgendwie heilen gehen, wenn es irgendwie genehm ist. Nee, erstmal noch mit dir, Captain. Wer bist du denn? Ich bin Flora vom Blumenladen. Ah, stimmt, wir haben mit deiner Schwester geredet. Stell dir vor, als ich den wackeligen Baum mit Wasser benetzte, ist er hochgeschreckt. Er muss einfach ein Pokémon sein. Ich wette, es gibt seine Verkleidung auf, wenn man es gießt. Genau, ich sage es meiner Schwester und leihe mir ihre Gießkanne. Muss ich jetzt auch nochmal zurückrennen? Ich glaube ja. Wenn ich mir so die Karte ansehe, komme ich ja theoretisch nicht weiter. Nee, ich komme nicht da hoch, zu Route 37. Okay, dann muss ich jetzt vermutlich auch wieder zurückrennen und mir auch so eine Gießkanne besorgen. Und wisst ihr was? Es würde mich dann schon interessieren, ob ich dieses blöde Mogelbaum fangen kann. Es wäre echt ein gutes Pokémon, ja. Echt jetzt. So, wir heilen uns. Geh weg aus dem Weg. Wir heilen uns erstmal. Zack. Sehen uns dann nochmal im Radioturm um, ob wir jetzt da irgendwie weiterkommen. Ja. Nö. Wie gesagt, ich wüsste auch gar nicht, wo ich so ein Passwort herkriegen soll. Hier ist ja auch nirgendwo was versteckt oder so. Ich rede trotzdem nochmal mit der hier. Du kannst deine gesammelten Punkte gegen Preise deiner Wahl eintauschen. Welchen Preis hättest du gegeben? Oh, ich kann mir hier solche... Wow, ich kann mir hier Hyperbälle quasi kaufen. Ganz legal. Oh, schön. Aber wo bekomme ich das Zeug her? Hörst du die Passwortsendung täglich von 6 bis Mitternacht? Hör zu und besuch mich dann. Von 6 bis Mitternacht. Ja, abends um 6 oder wie? Nehmt mal stark an. Weil jetzt empfange ich ja noch gar nichts.
Okay, ab zum Blumenladen, der ist hier drüben. So, von dir krieg ich jetzt bestimmt das Ding. La 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 la. Da hast du Wasser, mein Hübsches. Hallo, sprich mit mir. Will nicht mit mir sprechen. Naja. Als ich meiner Schwester von dem wackeligen Baum erzählte, sagte sie mir, dass er gefährlich sei. Ich frage mich, ob sie mir ihre Gießkanne leiht, wenn ich Bianca besiege. Ich habe Bianca besiegt. Oh, du bist besser als Bianca? Dann bist du in Ordnung. Hier, die Schickikanne. Die Schickikanne erhalten. Die sieht bestimmt irgendwie seltsam aus. Okay, dann haben wir jetzt eine Schickikanne. Und gehen weiter. So, weiter, 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 weiter. Ich gehe hier lang. Ich gehe hier lang. Nein, ich wollte jetzt eigentlich nicht ins Gras. So. Ich möchte nicht ins Gras gehen, danke. Und hier raus. Und hier raus. Okay, dann wollen wir mal. Da oben war das Ding. Wie viele Pokébälle habe ich denn? So sehe ich das nicht, verdammt. Ich habe 5 Pokébälle, 3 Superbälle und 1 Köderball. Ich weiß nicht, ob das klappen wird, Leute. Aber wir versuchen es mal. Das ist ein merkwürdiger Bau. Möchtest du die Schickikanne benutzen? Ja. Schade, du hast Schickikanne. Der Baum bewegt sich. Mag die Schickikanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Wow! Ein Mogelbaum. Oh, Kacke. Auf Level 20. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Lehmschelle. Wie viel Schaden macht das denn? Ah, zu viel. Zu viel. Steinwurf, uncool. Uncool. Nee, es geht. Es geht ja. Der Zerschneider dürfte nicht allzu viel Schaden machen. Nee, es geht. Das geht, das geht, das geht. Was? Mimikry. Nein. Er lernt Zerschneider. Mit dem kann ich ja leben. Lehmschelle. Keine Volltreffer jetzt, bitte, Sandama, ja? Okay. Gut. Au! Du kannst bösartige Dinge. So, den Zerschneider auch mal genau aufpassen, wie viel Schaden es macht. Scheiße, ich werde es, glaube ich, genau töten. Kann das sein? Ich werde es mal versuchen. Ich werde mal einen Pokéball werfen. In der Hoffnung, dass er drin bleibt. Komm, bitte, 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 bleib doch drin, bitte, bleib doch drin. Bitte, nein! Verdammt! Verdammt! Ich habe schon gehofft, dass es funktioniert. Verfluchte Kacke nochmal. Ich versuch's nochmal. Ich möchte dieses scheiß Mogelbaum haben. Komm schon. Komm schon. Einmal, zweimal, dreimal, komm schon. Jawohl. Okay, gut. Okay, gut. Für Mogelbaum wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Bewegt ein Baum bei Windstille einen Ast, ist es ein Mogelbaum. Dass ich vor Regen schützen möchte. Okay. Okay, gut. Ich habe jetzt zwar einen Pokéball verschwendet, aber naja, man kann nicht alles haben. Gut, ein Mogelbaum. Ja, ich habe es mir jetzt einfach mal gefangen, weil ich den anschließend, glaube ich, nicht mehr fangen kann. Ich nehme ihn mal ins Team auf. Vorläufig mal, ja. So, jetzt bin ich wieder hier. Bin ich wieder hier. Lass mich überlegen. Hier würde ich, wohin komme ich jetzt hier? Zu den Ruinen. Möchte ich aber nicht. Jetzt wieder nach Viola City. Suche das Pokémon. Na, da geht's auch noch weiter. Wohin komme ich denn hier? Wohin komme ich denn hier? Gar nirgendwo hin. Irgendwo muss es ein Item hier geben. Da! Hypertrank! Klasse! Klasse! Gut, dann werde ich mal ins Pokémon Center gehen. So, und dann möchte ich. Route 31, wo ist die denn? Ich möchte das Hubsy bitte abgeben. Route 31, hier nach rechts. Man sollte ihn sofort sehen. Es ist ein Typ, der immer pennt. Bestimmt der Dicke da. Ja, genau, du pennst immer. Du hast einen Brief für mich. Ja, ich habe ganzes Pokémon für dich. Schon übrigens das Pokémon, das den Brief trägt. Mal sehen. Die dunkle Hülle führt zu einem anderen Weg. Gut zu wissen. Danke, dass du mir den Brief gebracht hast.
Mein Freund ist ein netter Mensch, genau wie du. Ich möchte dir dafür etwas geben. Was denn? TM50, lass mich raten, das ist irgendwie Schnarche oder Erholung oder so. Nachtma, oh. Die ist eine gemeine Attacke, die einem Schlafen den Gegner kontinuierlich KP abzieht. Ist das fies. Ich möchte nicht schlecht räumen. Ist jetzt hier wieder was drin? Eine Bitterbeere. Ja. Ah, ich habe sie mitgenommen, gut. Was ich jetzt auch noch unbedingt tun möchte, ist... Wenn ich es denn finden würde, den richtigen Weg, wenn ich ihn denn finden würde. War ich hier drin? Ich bin auf Fensterturm, ja. Nee, was ich jetzt noch gerne tun würde. Nee, hä? Wo komme ich hier weg? Wo komme ich hier weg? Da! Ah, da. So, Beere nehme ich mit. Nee, ich möchte noch zu Kurt gehen eigentlich. Wie komme ich zu Kurt? Der Kerl ohne Hemd und ohne Kurt. Was denn? Hier durch. Ah, was denn? Ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr wirklich kämpfen hier. Ich könnte eigentlich mal einen Mogelbaum nach vorne. Nee, nee. Ja, komm, ich nehme mal einen Mogelbaum nach vorne. Damit das auch ein bisschen trainieren kann. Ja, Leute, ich hoffe, ich gehe jetzt den richtigen Weg zu Kurt. Ansonsten tut es mir leid. Aber ich möchte einen Ball abholen gehen. Steinwurf. Haha. Ah, lass mich doch endlich in Ruhe. Oder was soll ich tun? Nee, wie gesagt, ich schneide eigentlich nicht gerne, deswegen... Ja, es könnte ja sein, dass noch irgendwie ein Shiny auftaucht oder irgendwie so eine kranke Scheiße, deswegen... Nehme ich euch noch kurz mit. Stärke habe ich auch noch nicht, nee. Was kannst du eigentlich? Dreschfliege, bam! Nicht wirklich eine coole Attacke, aber ist egal. Mein Gott, lass mich jetzt doch endlich in Ruhe! Ja, so erhält Mogelbaum auch nicht viel Erfahrung bei diesen schwachen Pokémon. Nee, Sackgasse. Was denn? Ja, wenn jetzt ein Shiny kommt, dann würde ich sogar einen Ball verschwenden dafür. Ey, das darf nicht wahr sein. Ey, das darf nicht wahr sein. Und es hat sogar überlebt, das gibt's doch nicht. Mogelbaum, du bist kacke, weißt du das? Ey. Ich flüchte jetzt... Nein, ich flüchte jetzt einfach, wollte ich sagen. Die Viecher nerven nur und bringen gar nichts. Gar nichts bringen sie. Raus jetzt. So. Da ist bestimmt noch eine Beere drin. Auch da sage ich nicht nein. Gegengiftbeere. So. Und ab zu Kurt. Ab zu Kurt. Ist er hier? Nein, ich kann hier drin noch nichts tun, verdammt. Hier ist der Kurt irgendwo. Ah, die Speed-Taste. Echt mal. So, da oben ist Kurt. Ist jetzt da eine neue... Hallo. Hallo, ich steck fest. Danke. Ist da eine neue Aprikoko drin? Ja! Klasse! Kurt, ist mein Ball fertig? Ja, mein Ball ist soweit. Ah, Schorner, ich bin gerade fertig geworden. Hier, das für dich. Ein Turboball. Jawoll! Solche Dinge will ich doch haben. Er ist großartig geworden. Versuch, damit ein Pokémon zu fangen. Mach mir bitte gleich noch einen. Ich habe bisher nur eine Aprikoko-Art gefunden. Warum? Ich werde einen Tag brauchen. Ja, ist in Ordnung. Komm später wieder. Was ist das denn für ein Ball? Turboball. Ein Ball für schnelle Pokémon. Und das für Pokémon mit der Angel und ja. Okay, Leute. Das war's für heute mit Pokémon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.